Liebe Freunde von Ort und Wort, heute geht es zu Fuß von München nach Los Angeles. Nicht nur im Geiste, sondern auch ganz konkret. Steht doch in München derzeit, wenn auch nur vorübergehend und als Modell, das kalifornische Haus Thomas Manns. Im Literaturhaus München sind tatsächlich in den nächsten Wochen und Monaten ganz konkrete Zimmerspaziergänge über den Atlantik und durch das Thomas Mann Haus möglich. Der Nobelpreisträger, seit 1938 exilant in Amerika, hatte sich 1942 in Pacific Palisades oberhalb von Los Angeles ein langgestrecktes Haus im Bauhausstil errichten lassen und wohnte dort mit seiner Frau, den Kindern und Enkeln 10 Jahre lang. Hier schrieb er viele seiner mehr als 50 Radioreden an deutsche Hörer im Kampf gegen den Nationalsozialismus. Hier beendete er 1943 den vierten seiner Josef-Romane, Josef der Ernährer, eine Hommage an den amerikanischen Präsidenten Roosevelt, und in seinem wie eine Kapitänskabine gebauten Arbeitszimmer entstand bis 1947 der Roman Dr. Faustus über dasjenige Deutschland, das sich dem Teufel verschrieben und Thomas Mann mit seiner Familie ins Exil vertrieben hatte. Unter dem sonnigsten Himmelsblau entstand das dunkelste Buch der neueren deutschen Literatur. Als das Haus 2016 zum Verkauf stand, hat es der damalige Außenminister Frank-Walter Steinmeier mit Unterstützung der Robert Bosch und der Bertolt Leibinger Stiftung für die Bundesrepublik Deutschland erworben. 2 Jahre später konnte er es im Juni 2018 als Bundespräsident zusammen mit Thomas Manns Enkel Frido Mann einweihen. Steinmeier nannte es das Weiße Haus des Exils und wollte damit den transatlantischen Dialog verstärken. Ein Berliner Verein, der seit mehr als 30 Jahren in Leon Feuchtwangers benachbarter Villa Aurora Stipendiaten empfängt, nahm das neue Thomas Mann Haus im Namen des Auswärtigen Amts und zusammen mit dem Goethe-Institut Los Angeles unter seine Fittiche. Hier werden sogenannte Fellows eingeladen, Persönlichkeiten aus Kultur, Wissenschaft, Medien und in der Nachbarschaft schauspielerischer Superstars wie Diane Keaton, Goldie Hawn, Matt Damon, Tom Hanks und Steven Spielberg sollen diese Fellows im Thomas Mann House mit amerikanischen Gesprächspartnern, den Counterparts, zusammentreffen. So der Plan. Die Realität sieht anders aus. Ein Flug nach Los Angeles oder gar ein Besuch des Hauses sind derzeit nicht möglich. Da hat sich, Wunder, oh Wunder, das Haus auf die Reise zu seinen fernen Besuchern gemacht. Hausbesuch einmal anders. Das Haus kommt selbst zu Besuch. Vor Zeiten war ein berühmtes Haus ähnlich unterwegs gewesen, die Santa Casa der Heiligen Familie aus Nazareth. Sie flog auf wundersame Weise Ende des 13. Jahrhunderts auf Umwegen nach Loreto in den italienischen Marken und landete dort in einem Lorbeerhain. Das Haus Thomas Manns ist nun im Literaturhaus München gelandet und als Modell und in einer szenischen Inszenierung zu besichtigen, die dem Verhältnis Thomas Manns zur Demokratie und davon ausgehend von uns allen zur Demokratie, ihren Möglichkeiten und ihrer Gefährdung gewidmet ist. Democracy will win, lautet der Titel. So hatte Thomas Mann 1938 auf dem Schiff, das ihn mit Frau und Tochter nach Amerika brachte, die Aussichten der wehrhaften Demokratie im Kampf gegen den Faschismus eingeschätzt. Die Demokratie wird siegen, meinte er, aber nur, wenn sie stark wird und sich behauptet. Die Leiterin des Literaturhauses, Tanja Graf, hat sich mit ihrem Team auf ein mutiges und engagiertes Experiment eingelassen. Angeregt von Frido Manns 2018 erschienenem Buch »Das Weiße Haus des Exils« fragt sie nach Geschichte, Gegenwart und Zukunft der Demokratie und hat dafür das Haus Thomas Manns zum Dreh- und Angelpunkt der Ausstellung gemacht.
Das Haus wird freilich nur angedeutet. Es besteht aus einer hohen weißen Wand mit imitierten Fenstern und drei offenen Räumen. Umgeben von Fotos der letzten drei von einst sieben Palmen beginnt der Zimmerspaziergang. Hinter der weißen Hauswand öffnen sich zwei große Räume. Der erste präsentiert sich als altmodisches Wohnzimmer mit Wandtischen, gerahmten Bildern und einem Ensemble von historischen Radios, Tonbändern und Mikrofonen. Aus einem Fenster schaut man auf das graue, kriegszerstörte München. Der zweite Raum ist der Terrasse des Hauses samt Rasenstück nachempfunden und zeigt unter künstlicher Sonne in weißen Erzählwürfeln Videos mit Personen der jüngeren Zeitgeschichte. In beiden Zimmern geht es um die Leitthemen Herkunft, Zeitgeist, Bekenntnis, Handeln und Verantwortung. Einmal mit Blick auf Thomas Mann und seine politische Entwicklung, sodann auf unsere eigene Zeit von Woodstock über den deutschen Herbst bis zu den Fridays for Future. In einem dritten Raum, kapellenartig klein, ist ein Modell des Hauses unter Glas ausgestellt wie eine kostbare Reliquie. Umgeben von Bauplänen und historischen Fotos wirkt es als ein neuer, weltlicher Gnadenort. So nannte Thomas Mann Goethes Haus in Weimar und Tolstois Landgut. In seinem Zeichen soll die Demokratie gerettet werden. Eine gute Idee. Und es zeigt sich wieder einmal, tote Dichter leben länger. Auch 65 Jahre nach seinem Ableben zeigt Thomas Mann dem amtierenden amerikanischen Präsidenten noch die Zähne. Dessen Parole America First hat er schon 1941 in einem Interview gekontert. Not America First, but Democracy First und menschliche Würde zuerst. Das sei der Slogan, der Amerika wirklich auf den ersten Platz in der Welt führen werde. Selten war ein Einspruch aktueller. Was in der Ausstellung alles an Wort-, Ton- und Bildbeiträgen erlebbar, hörbar, erfahrbar ist, wie Thomas Mann leibhaftig aus den Bilderrahmen spricht, den Sieg der wehrhaften Demokratie vorhersagt und in Deutschland nach 1945 als Wanderredner für ein europäisches Deutschland eintritt, das macht ihn in geschickter Verbindung mit den anderen sich medial äußernden Personen der Zeitgeschichte weiter zu einem Zeitgenossen, dessen Stimme zählt. Die Ausstellung verbindet Mediengeschichte mit Medienperformance und am Ende dieser lebhaften Kontroversen wird es im November dieses Jahres bei den Präsidentschaftswahlen in den USA hoffentlich heißen Democracy First. Selten ging es schneller von München nach Los Angeles. Selten ging es auch schneller durch die Literatur und Zeitgeschichte der letzten 100 Jahre als bei dem Zimmerspaziergang in dieser literarisch-politischen Ausstellung. Sie ist täglich geöffnet von 11 bis 18 Uhr und geht bis Anfang Oktober. Man sollte viel Zeit mitbringen, da erst ein Audioguide die Videobilder zum Sprechen bringt. Maximal 15 Personen haben Zugang. Mundschutz ist obligatorisch. Einen Katalog gibt es für 15 Euro, nur an der Ausstellungskasse oder im Postversand. Beim nächsten Mal gehen wir mit Herr und Hund an der Isar und in der aktuellen Ausstellung Treue Freunde, Hunde und Menschen des Bayerischen Nationalmuseums spazieren. Nicht vergessen, abonnieren Sie die Spaziergänge und bleiben Sie selbst in Bewegung.